Und jetzt, dann müssen wir sauber spielen. Müssen wir noch das Videotape finden. Das wird schon. Das wird schon. Zum Videotape ging es. Über den Kontrollraum, wieder in den Flur, ne? Ja, ja, hier ist in Ordnung. Können wir nehmen. Da lang, rechts. Hallöchen, na du, Schnuckelbär. Geil wäre es auch, wenn sie die Türen wieder zuschließen würden, wenn sie mitbekommen würden, dass die jetzt aufgeknackt waren. Vorsichtig. Der Typ kommt uns wahrscheinlich gleich entgegen. Okay, okay, alles klar. Ja, ja, ab hier ist Feierabend. Ab hier ist Feierabend, ich hab's verstanden. Aber wir kamen ja ganz gut zurecht hier. Wir müssen heute sehr, sehr stealthy sein. Jasper Kid, du bist ein Gott. So, wo finden wir das Video? Ich kann ja mal ganz kurz hier unten gucken. Vielleicht müssen wir gar nicht bis zum Helipad. Oh shit. Oh shit, Mann. Folgst du mich jetzt die ganze Zeit? Oh! I'm sorry, I'm sorry. Oh, oh, komm, ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann. Wirklich, unerhört, unerhört. Und dann sowas. Und dann sowas. Ich mache mir hier einen Marker. Das müssen wir ein bisschen beschleunigen. Das geht ja unter keine Kuhhaut. Zum Ende werde ich das ein bisschen beschleunigen. Wenn ich sowieso schon schneiden muss, dann können wir das andere hier auch gleich noch schneiden. Gleich. Was ist das für eine Tür? Die geht nur nach außen auf. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist doch wohl ein Witz. Wir brauchen weder hoch zum Helipad noch in die privaten Gemächer von Hefner. Wir müssen uns einfach nur diese Videokassette von dem Tisch nehmen und abbauen. Das ist alles. Das war alles. Oh mein Gott. Ja, ein klassischer Fall von Überinterpretation. Macht ja nichts, Leute.
So haben wir diesen Level durch und durch genossen in seiner Gänze. Jetzt noch zurück zur Yacht und dann war es das soweit mit dem guten Hugh Hefner. Der ja letztes Jahr verstorben ist, ne? Ruhe in Frieden. Eine Ikone. Der Subkultur. Ja, so, jetzt noch den Weg rausfinden. Unter ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Kurzärmlich jetzt in den Schnee macht ja nichts. Da sind noch ein paar Lüfter unten. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Ach ja, Mensch, wir finden unseren Weg schon. Wir finden unseren Weg schon. Nee. Ja, richtig. Genau, der Wasserfall. Jetzt links halten. Stücke runter. Und irgendwo geht's hier zur Grotte. Da ist sie! Macht's gut, ihr Lümmel, ihr! Ich bin der Fotograf. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Wo muss ich hin? Ich muss ein bisschen weiter nach da. Damit das hier auch alles soweit funktioniert. Jetzt nehmen wir noch ein Ründchen mit dem Fahrstuhl. Er lächelt auch so schräg, ne? Ja. Hier lächelt halt jeder, ne? Hier lächelt halt jeder. Im Erwachsenenparadies. Im Erwachsenenparadies der Playboy-Menschen. So, und wir hauen ab. Mann, 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 was für eine Mission. Das hat ja richtig lange gedauert. 3 Unfälle. Das, also wenn das nicht Silent Assassin ist. Lautloser Killer. Und das bei der Playboy-Menschen-Mission. Wunderbar. Viel, viel Geld haben wir gemacht. Jetzt noch ein Zeitungsartikel. Natürlich nehmen sie ihn oben ohne Bild von ihm. Ne? Damit hier Steroidenmissbrauch zelebriert wird. Chad Bingham Jr. getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus Rocky Mountains, 25. Dezember. Es war ein Tag nach Weihnachten. Krass, am 24. haben wir den Auftrag bekommen von Diana. Das Sacramento Police Department hat heute Morgen bestätigt, dass Senator Chad Binghams Sohn Chad Bingham Jr. und Herausgeber des Herrenmagazines Popcorn, Lawn de Heavyland, letzte Nacht in Heavylands Luxusanwesen tot aufgefunden worden sind. Die Polizei hat erklärt, dass sich die Ermittlungen aufgrund des Mangels an Zeugen äußerst schwierig gestalten. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf das Äußere des Killers, da diesen niemand gesehen zu haben scheint. Chad Bingham hat sich in den letzten Jahren zum schwarzen Schaf der Familie entwickelt, zumal nicht nur einmal peinliche und moralisch fragwürdige Fotos des jungen Mannes durch die Klatschpresse geisterten. Nicht zuletzt deshalb war er für seinen Vater und dessen ehrgeizige Präsidentschaftspläne zuletzt politisch untragbar. Laut seiner Freunde war der Auslöser für Chads Exzesse allerdings ausgerechnet die Bewunderung für seinen übermächtigen Vater. Er war anders als sein alter Herr und das wusste er. So ein enger Freund des Toten. Egal was er tat, er schaffte es einfach nicht, seinen Vater zufriedenzustellen. Irgendwann hat er dann schließlich resigniert. Wissen Sie, ich glaube, es war irgendwie sein Schicksal, jung zu sterben. Wer weiß, wir wissen zwar nicht, wer den Auftrag gegeben hat, aber vielleicht hat sein Vater den Auftrag gegeben. Wer weiß, wer weiß. Mehrere Prostituierte aus dem Großraum Denver haben zu Protokoll gegeben, von Bingham misshandelt worden zu sein. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll er auch für den Tod einer beliebten Stripperin verantwortlich gewesen sein. Sein Vater hat diese Anschuldigung allerdings stets entschieden zurückgewiesen. Es bleibt leider nicht aus, hatte der Senator bei einem Interview vor einigen Wochen erklärt, dass die Familie eines Präsidentschaftskandidaten immer wieder Ziel von Verleumdungen wird. Das ist in unserem Land einfach eine politische Realität. Die Familie ist zutiefst erschüttert, wird ein Berater des Senators zitiert. Es wird keinerlei öffentliche Stellungnahmen von Seiten des Senators geben. Die Familie möchte sich würdevoll von ihrem Sohn verabschieden und hofft, dass die Presse diesen Wunsch respektiert. Sauberes Statement, ne? Sauberes Statement, okay. Das wär's soweit. Wir gehen die nächste Mission an. Bin sehr gespannt, was kommt denn da jetzt noch? Ich glaube, jetzt kommt wieder eine Party. 12. Januar 2005. Der Mann kann aber auch nicht in Ruhe, ne?
Er muss immer ackern. Willkommen in Mississippi 47. Ah! Eine örtliche Bande, die sich Gators nennt, kontrolliert am Mississippi den Drogenhandel. Sie benutzen einen Ausflugsdampfer als Tarnung. Unser Klient möchte, dass Sie dem Ganzen ein Ende setzen. Eliminieren Sie die 6 Besatzungsmitglieder der Gators und Ihren Boss. Außerdem braucht unser Klient alle Dokumente aus dem Safe des Anführers. Der Safe ist irgendwo auf dem Oberdeck. Die Gators halten sich ausschließlich in ihrem Privatbereich auf den oberen beiden Decks des Schiffes auf. Mehr wissen wir auch nicht. Machen Sie weiter so, 47. Alles klar, Diana. Dein Lob geht runter wie Öl, unsere beiden Ziele. Ziel Nummer 1, Skip Mulder. Skip, ein fetter und mürrischer Bastard, stammt aus einer kleinen Stadt in Tennessee mit 100.000 Einwohnern und nur 12 Nachnamen. Er ist der Besitzer des Duke of Louisiana, einer der beliebtesten Touristenattraktionen der Gegend. Nebenbei nutzt er den alten Raddampfer als Fassade für illegale Drogengeschäfte. Als stolzer Kapitän seines Dampfers sorgt er dafür, dass dieser stets tipptopp gepflegt ist. Da Skip ein Verhältnis mit allen Kellnerinnen des VIP-Bereichs hat, geben sich die Frauen in seinem Schlafzimmer buchstäblich die Klinke in die Hand. Neben seiner Vorliebe für das weibliche Geschlecht liebt Skip Torten mit möglichst viel Schlagsahne. Er schreibt diese Texte mega. 41, 156 Kilo, boah. So, die Gator Gang. Ja, die Namen brauche ich jetzt nicht vorlesen. Und sicherstellen. Bilder. Diese Bilder sind überaus delikat. Sowohl für Skip Muldown als auch für seine Nichte Margaret LeBlanc. Okay. Alles klar. Ja, die Dampfermission. Mega geil, glaubt mir. Die sieht super aus. Wir nehmen natürlich mal wieder nur unsere Silverballer mit, unsere Schallgedämpfte. Upgrade. Mal gucken, was geht. Müsste eigentlich was Neues dazugekommen sein. Gibt's was Spannendes für uns? Was Spannendes für uns? Ein Laservisier. Großes Magazin wäre geil. Nehmen wir mit. Sieht ein bisschen klobiger dann aus, aber die nehme ich. Kaufen, wo ist denn das? Da oben. Dankeschön. Der Rest ist noch nicht verfügbar. Ja, hier ein Holovisier. Nee, mag ich nicht. Dann sieht die Knarre nicht mehr so geil aus. Kann ich mir den nochmal angucken? Warte mal, stopp. Verschiedene Ausrüstungen nochmal kurz checken. Was haben wir hier Schönes? Tresorkoffer. Inhalt nicht sichtbar für eigenes Scharfschützengewehr. Oh, damit könnten wir ein Scharfschützengewehr mit ins Missionsgebiet nehmen, schallgedämpftes, was geil ist. Das ist geil. Wusste ich gar nicht, dass es sowas Cooles gibt. Machen wir jetzt mal Spaß. Und hier dann noch krassere Dietrich. Mega. Wir sind reich beschenkt worden, aber dann brauchen wir natürlich auch ein Scharfschützengewehr, was cool ist. Wir brauchen leise Munition, ganz leise. Hohe Schussfrequenz, kein Repetiersystem möglich. Doppelmagazin, ja, nimm mal mit. Zusätzliche Munition, na klar. Was kostet die Welt? Zielfernrohr Typ 1, jupp. Mittlerer Zoom, hohe Präzision. Nur Zielfernrohr Typ 1 möglich. Leichterer Rahmen, leichte Bauteile, klar. Wird ja immer besser. Schalldämpfer, das ist wichtig. Mittlere Schalldämpfung, geringerer Schaden, kein Dämpfer Typ 2 möglich. Wo ist denn der Schalldämpfer Typ 2? Panzerbrechende Munition, durchschlägt Türen, stärkerer Rückstoß, keine andere Munition möglich. Nee, leiser ist besser. Zusätzliche Munition, was wir nicht mit dem paar Schuss hinbekommen, kriegen wir auch nicht mit mehr hin. Kohlefaserlauf, geringerer Rückstoß, hohe Präzision, auf jeden Fall. Und dann noch Schalldämpfer 2, schade. Leichtes Gehäuse erforderlich, Repetiersystem, kein Magazin möglich. Hohe Präzision, wie wird denn bitte die Präzision dadurch erhöht? Ach, weil kein Magazin mehr dran ist, ne? Ich glaube, das ist unsere Wahl dann. Muss ein Treffer und ein Toter sein. Dann müsste noch hier genau auf 11 kommt dann der Schalldämpfer. Der Schalldämpfer Stufe 2. Was gibt es noch? Verschiedene Ausrüstungen. Haben wir alles schon? Ja, haben wir schon gemacht gehabt. Das war der Koffer. Jetzt gucken wir uns nochmal die Silverballer an. Wie sieht denn die jetzt aus? Ja, ach, die ist doch kacke jetzt aus. Aber wir nehmen das jetzt so hin, okay? Wir nehmen das jetzt so hin. Und dann haben wir hier noch unsere W2000. Nee, lass hier. Kann ich die wieder zurückpacken, bitte? Ja, kann ich. Die brauchen wir für andere Missionen, aber auf dem Dampfer. Wir werden sie irgendwann mal zum Einsatz kommen lassen. Weil ich das ganz geil finde mit dem Koffer, dass der nicht gesehen wird.
Ein schönes Gewehr. Ein richtig schönes Gewehr ohne Magazin mit Repetiersystem. Damit kann man ordentlich Schaden anrichten. Brauchen wir das Scharfschützengewehr hier? Ach, wisst ihr was? Wir nehmen das jetzt einfach mal mit aus Spaß. Und dann werden wir das ja sehen. Mission starten. Skip Muldoon. Geil. Sehr schön. Und da sind wir auf dem Mississippi. Tennessee. Country Road. Take me home. Wunderschön. So haben wir uns zumindest auch noch den Dampfer angeguckt. Aber, meine Damen und Herren, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir haben eine Menge geschafft. Mein lieber Scholli, was war das bitte für eine Mission in der Playboy-Menschen? Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Falls euch dieses gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wiederschauen, reingehauen, euer